Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde zu Escape from Tarkov. Heute habe ich erfahren, wir haben heute Dienstag, also schon Dienstagnacht, wahrscheinlich schon eher Mittwoch. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, dass jetzt eigentlich bald gewiped wird. Der Steve hat gemeint Ende der Woche, glaube ich. Und deswegen hauen wir nochmal richtig auf die Kacke. Also so gehen wir jetzt erstmal in die Schlacht. Es gibt eine PMC-Runde, meine Freunde. Und ich habe mir hier ein schönes Triton-Rig geholt mit dem Rucksack, den ich noch nie gesehen habe. Bis jetzt beim Laden, im Shop, 5000 Rubel. Schnapper. Morphin ist da. Zwei Granaten und ja, ein Scope und hier ein Sturmgewehr, ordentlich Munition. Und so gehen wir jetzt hier mal auf die Jagd nach diesen fiesen Raidern. Das habe ich jetzt inzwischen auch geschnallt, dass die Raider verantwortlich sind für unser Ableben in den letzten Folgen. Also kein Flame an euch Spieler da draußen, sondern lediglich die bösen Raider waren es. Okay, also auf los geht's los. So, los geht's. Ich bin gespannt. Dieses Mal übrigens, Freunde. Ich weiß nicht, wie ich die Wumpe leer kriege. Sonst hätte ich jetzt so gern ein Magazin reingeschoben. Aber ich habe keine Ahnung. Also, nehmt's mir nicht krumm. Seid's mir nicht böse. Ich weiß es schlichtweg nicht, wie wir dieses Problem überwinden. Das Magazin da einfach leer zu machen. Schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Okay, heute. Wo können wir rauskommen? Aber eigentlich geht es nur um Kämpfen üben. Es geht um Kämpfen üben, Freunde. Einzig und allein. Und hier finden wir schon die beste Unterstützung. Das sind Antipersonengranaten. Alter. Okay, der erste Kampf. Alter, ernsthaft. Reicht es schon gegen mich selbst aus, weil ich einfach mal wieder grenzenlos dumm bin. Ja, erstmal wieder Dankeschön für all die Kommentare. Heute geht's gegen die Raider. Das Wetter hasse ich wie die Pest. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Brille die Tropfen, irgendwas Dichte, Dicke, sonst irgendwas verringert. Deswegen am Start. Ich glaube, nächste Runde packe ich mir mal so ein fancy Helm auf. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie man dadurch sieht. Hört man wahrscheinlich nichts, aber sieht geil aus. Also ihr könnt euch auch die nächste Folge auf packende PMC-Action freuen, weil ja, gerade gibt es alles zum Schleuderpreis und ich bin heiß. Okay, der Reim war unfassbar schlecht. Jetzt sind wir gespannt hier. Ob wir das hier überhaupt lange machen. Ich fand diese Raider-Gruppen wirklich krass, muss ich echt sagen. Also, wie es der Schub schon gemeint hat, zu dritt oder gar viert ist es schon, ja, knackig. Sagen wir es mal so, aka unfair. Und dieser Boss, der mich da vorletzte Folge, was vorletzte Folge? Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, der mich da vernichtet hat. Brauche ich eigentlich nicht viel dazu sagen, glaube ich. Ja, also hier ein normales Skeps scheinen hier jetzt nicht zu sein. Ich will hier mal ein bisschen Tempo machen. Ist natürlich schon alles brutalst laut mit diesem Headset. Was gibt's zu erzählen? Der René hat mir nochmal angeboten, mitzuspielen, also zusammenzuspielen, um ein paar einige Dinge zu erklären, die ich wahrscheinlich so regelmäßig immer noch falsch mache. Lieben gern, René. Aber wie gesagt, ich muss da erst noch ein bisschen abwarten, weil dann ändert sich bei mir auch zum Beispiel unter anderem beruflich etwas und dann bin ich endlich, also sollte mir das Schicksal gewogen sein, diese verdammten Nachtschichten los. Ich will da nicht immer so davor so ungeleckte Eier verteilen und wie andere sozusagen so, boah, da bin ich dann sicher, nee, ist, keine Ahnung, kann ja immer was schief gehen, irgendwas passieren, weiß man ja nicht. Deswegen, aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus und dann kann ich das auch gut machen und dann kann ich mit dem einen oder anderen auch gerne mal eine Runde zusammenspielen. Es ist kein Problem. Also die Frage ist, wer darauf Bock hat, sich das mit mir anzutun. Aber ich glaube, es wäre witzig. Okay, also ich
bin wieder etwas... Das stimmt, weil... Letzte Folge bin ich gestartet und es ging gleich richtig ab, also... Keine Ahnung. Wenn wir jetzt hier niemanden finden, dann ziehen wir einfach ins Landesinnere sozusagen. Und widmen uns dem Ressort. Wir ziehen jetzt so lange rum, bis wir auf Gegner treffen. Also die Mission ist heute einfach töten oder getötet werden. Ja, wahrscheinlich das Letztere. Es bringt ja auch jetzt nichts, irgendwas hier rauszuziehen, wenn jetzt eh bald alles weg ist. Also, ja, wozu? Deswegen, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Mir ist irgendwie dieser Stacheldraht hier noch nie aufgefallen. Ja, das ist doch neu, oder? Nee, was ist schon immer so viel Verkehr hier? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon, dann bin ich jetzt wieder blamiert. Den Bus, den kenne ich. Oh, hier? Was ich auch krass fand letztes Mal, die Treffsicherheit von diesen verflixten Raiders war so krass. Also... Die sind ja noch besser als ich. Hier ist auch nichts. Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das hört sich wirklich brutal an, aber... Sorry Leute, aber so klingen meine Schuhe nicht, wenn ich auf solchem Kies laufe oder auf Erde. Da fliegst. Weiß ja nie. Nicht, dass jetzt ich hier doch einen übersehen habe. Das ist immer gut möglich. Ihr wisst es. Ah, der hat's hinter sich. Brauchen da auch nicht groß looten im Prinzip, da wir eh nicht vorhaben zu entkommen. Wo müssten wir denn eigentlich hinkommen? Ich hab's gar nicht registriert. Ja, wir können das Boot nehmen, aber das ist einfach nur unfassbar witzlos. Also sobald es dann wieder von Neuem losgeht, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass wir wieder ein bisschen, ja, auf Beutetour gehen müssen. Und dann gehe ich auch raus mit einem Gear, das, oder halt mit Beute, die mir 50.000 bringt. Okay. War laut. Irgendwo vor mir, aber halt sehr, sehr schwer zu sagen, wo genau. Ich will mit dem Sniper ich mal hier hochsetzen, wirklich. Nicht mit dem hier, aber in einer der nächsten Runden vielleicht gibt es ein dickes Sniper-Rifle. Muss doch irgendwo ein Schütze sein. Wenn dem Helm halt nicht gefällt, so die Fotoluke ist halt gnadenlos ungeschützt. Es ist allgemein hier mega wenig geschützt. Aber Headset am Start. Wir könnten also auch an einer LAN-Party in Tarkov sofort teilnehmen, das ist kein Problem. Ich weiß nicht, wo der Schuss herkam, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ja, mir wurde gesagt, sorry, die Raiders sprechen Englisch, aber die haben auch letztes Mal Russisch geredet, also die sprechen so einen Mix. Es scheinen wohl russische Engländer zu sein. Oder englische Russen. Frechheit ist es, so wenig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ist ja eigentlich nicht, wer ich bin.
der Hammer. Wenn ich einfach nur entkommen möchte mit meinen 7 Sachen. Ich dachte wieder, es wäre eine Leiche, die dort liegt. Das ist einfach unfassbar. Wenn ich einfach nur entkommen möchte, dann treffe ich auch Gegner in Massen, die mir das Leben zur Hölle machen. Und will ich kämpfen und üben, dann sind sie nicht da. Das ist doch einfach unverschämt. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Wo seid ihr denn alle? Ja, Factory wurde vorgeschlagen. Factory, ja. Üben ist noch ein bisschen schwierig. Also wenn es bis zum Wochenende, wenn ihr das seht, noch keinen Vibe gab, dann ist es gut möglich, dass ihr noch eine Factory-Runde seht. Wenn der Vibe da kommt, wie es der Steve gesagt hat, dem ich glaube, ich sehr viel Glauben schenken kann, dann... Okay, du Kleiner. Das ist meine Idee, der Schweinepriester. Okay. Das ist eine Scheißsituation, Leute. Wir müssen mal taktischen Rückzug uns antreten. Ich gerade nicht weiß, woher der Gute kommt. Da vorne war auf jeden Fall auch noch was. Ich würde sagen, wir suchen uns da mal einen erhöhten Punkt. Hat auf jeden Fall rausgeschossen. Das war meine Idee. Und wer hat sie noch schlechter umgesetzt, als ich sie je umsetzen würde. So. Jetzt Freundchen. Gib mir nix. Feiges Attentat. Brauche ich zum Gelis-Hut, das wäre cool. Würde ich feiern. Das ist doch bescheuert. Ich denke, es war schon nicht, ich komme einfach, aber da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Warum können die Gegner nicht einfach mal so doof sein wie ich? Das ist doch echt... Das ist doch nicht in Ordnung. Also weiter vor traue ich mich dann doch nicht. Jetzt hier vorsichtshalber die Dauerfeuer-AK. Nur so für den Fall, dass der jetzt hier meint, müsste im Nahkampf da an uns rantreten. Na gut, dann halt nicht. Angst, dass er mich halt auf dem falschen Fuß erwischt. Sprich, entweder in einer Position, der ich gerade nicht mit rechne, oder mit einer Waffe. Er ist ein absolut grauenhafter Schütze, aber er ist irgendwo, wo ich ihn halt nicht sehe. Also, Skills, so Aiming-Skills, mangelhaft, Positionierung halt ekelhaft. Oder ich bin halt blind, wahrscheinlich habt ihr ihn schon längst gesehen, aber ich... Lass mich auf so einen Shootout nicht ein, weil das kann ich eigentlich nur verlieren. Wenn ich keinen blassen Schimmer habe, wo er ist, irgendwann trifft er mich. Und dann, wie gesagt, ich habe kein Visier oder sowas und möchte nicht, dass mein hübsches Gesicht, also in-game hübsches Gesicht, irgendwelche Kratzer davon trägt. Ja, soll er da aussitzen, der kleine Verzeihung. Explicit Language. Der kleine Beep. Mal gucken, ob ich dran denke. Vielleicht beep ich sie auch. Der kleine Sohn eines Freudenmädchens. Der kleine Dirnenspross.
wüsste, wo er ist, auch nur annähernd, würde ich ihn umlaufen und ihm so dermaßen hier meinen Gewehrlauf in seinen Allerwertesten hineinschieben. Das glaubt ihr gar nicht. Ich finde es gerade extrem zäh übrigens. Wenn ich auf meinem üblichen Weg einfach gestört wurde und das weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ich peile jetzt mal diesen Scaff-Stützpunkt da an am Kraftwerk. Ja, Panzerfahrer war wohl auch eine Frau, ne? Okay, nichts gegen Frauen. Was geht hier ab? Hat hier jetzt die neue Artillerie getestet, oder? Gibt's jetzt Panzerfäuste? Das hört sich ja alles andere als gesund an. Da gehen wir mal nachgucken. Ich hab da Bock drauf. Ich möchte wissen, was es ist, was da so krass ballert. Ob das am Ende Raider sind. Das werden bestimmt Raider sein. Komm mal her, Kollege. Also auf mich wird nicht geschossen. Bedeutet, ich muss ja noch ein anderes Ziel haben. Das gehen wir mal angucken. Besser als hier, wenn es jetzt ewig hier unspannend wird. Der hockt hier auf jeden Fall eklig versteckt. Gerne Thermovision. Wenn es sowas gäbe, wäre ich der erste Käufer. Natürlich nur für den Rabattpreis. Der hockt da im Hafengebäude, 100 Pro. Oberen Stock, aber ich weiß nicht, worauf er schießt. Gehen wir mal hier vorsichtshalber. Die AK. Ich habe irgendwie Angst. Ich würde schon gern zumindest einen Raider mitnehmen, muss ich sagen. Ja, der hockt da, safe. Hat aber auch ein gutes Scope dann. Wenn der von hier schießen kann, der beste Scope als ich. Der schießt jetzt auch nicht mehr. Nee, es ist einfach Selbstmord. Ich sehe ihn nicht. Er moved auch nichts. Dahin. Jetzt 10 plus aufwärts. Ich dachte, da wäre jetzt ein mieser Dogfight so zugange. Aber dem ist nicht so. Seit die Raider auf der Map sind, finde ich, ist es eh ein bisschen, ja, außer Rand und Band geraten. Da denkst du halt, da gingen überall die derben PMC-Gefechte ab. Aber es sind halt einfach nur ein paar irre Bots, denen ein bisschen bessere Fertigkeiten eingeimpft hat. Das heißt, ein bisschen besser. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir laufen jetzt da hoch. Mir ist nicht aufgefallen, dass es hier so eine richtig krasse Kante hat. Bin ja auch ehrlich gesagt noch nie hochgelaufen. Bin immer nur abgehauen. Yeah, da war ich. Oh, das war laut. Was geht denn ab? Wir endlich. Nee. Keine Gegner. Was soll ich denn jetzt machen? Schreibt mir rein, was ihr gemacht hättet da am Hafen. Oder ob ihr was gesehen habt. Jo, moin.
Also ehrlich, interessiert mich wirklich. Direkt jetzt Video pausieren bitte an der Stelle und in die Tasten hauen, was ihr gemacht hättet. Und wenn ihr das noch nicht geliked habt, dann auch gleich mal liken. Und wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt und ihr findet die Videos ganz cool, dann einfach abonnieren. Kostet euch keinen Cent, wird euch auch nie was kosten. Und ja, ihr macht mir eine riesen Freude. Und jetzt wieder... Ja nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn ihr es pausiert habt. Also dann jetzt nochmal pausieren, liken, abonnieren, kommentieren. Werdet ihr gehandelt. Dann weitermachen. Ist doch nicht normal, ey. Läuft der Terminator über die Map und findet keine Opfer, weil das war ein lausiger Film hier. Der hätte dreimal escapen können. Also hier. Da ist was. Ernsthaft? Ernsthaft? Wie viel ging da jetzt in den Reihen? Das war voll schlecht. Ich hab ihn voll in den Reihen gesiebt. Hallo Spiel, ich möchte jetzt wissen, wie viel Schuss ich getroffen habe. Und warum zum Teufel ich gestorben bin. Das regt mich jetzt wirklich auf. Davor, das war ein normaler Skeff, der mich umgelegt hat. 7 Hits. 7 Hits, die in den Körper gingen. Wäre es nicht gestorben. Ich hätte einfach eine Granate werfen sollen. Oh, das war wieder schlecht. Kannst ja keinem zeigen. Es war zwischendurch spannend, wenn man nie wusste, was passiert. Aber das Ende, dafür entschuldige ich mich. Und verspreche euch, es gibt nächste Folge nochmal eine PMC-Runde. Genau. Ja, diesmal hoffentlich nicht bei Regen, weil ich finde Regen in dem Spiel einfach grauenhaft. Mir macht es überhaupt keinen Spaß, muss ich wirklich sagen. Ich bin ein absoluter Schönwetter-Tarkov-Spieler. Ja, wie gesagt, ich muss einfach mehr üben und ja, Übung fehlt mir halt gerade, das nervt mich. Ich habe gerade so viel zu tun, weil ich gerade 2 Jobs mache und ich habe einfach zu nichts Zeit. So, ich habe jetzt vielleicht 1 Stunde, also jetzt kann ich noch 1/2 Stunde etwa spielen. Dann muss ich mein Essen für morgen, für meine Nachtschichten vorkochen und dann muss ich schlafen. Und dann arbeite ich den halben Tag, also so 12 Stunden pro Tag, das sind 12-Stunden-Schichten und dann ist schon wieder Wochenende und da hat dann die Freundin ihren Platz natürlich, ne? Schwierig gerade, aber ich hau gleich nochmal auf die Kacke. Viel Spaß dann im Anschluss. Nee, ihr seht erst später. Also, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Sorry für mein Versagen. Aber das seid ihr ja gewöhnt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.